Mahlzeit, ihr Lieben. Grüßt euch. Ich bin draußen unterwegs. Ich habe so ein, zwei Stunden Zeit und bin quasi schnell auf so einer schönen Halde, wie hier im Ruhrgebiet mittlerweile sehr, sehr viele gibt, draufgelatscht. Hochgelatscht vielmehr. Draufgelatscht. Ist auch egal. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt ein Käffchen genehmigen, ein Süppchen schlürfen und einfach nur, wie so oft, die Seele baumeln lassen, Leute. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Und ansonsten, wie immer, ihr wisst, weiterklicken. Fast im Tee tun. Ja, ihr Lieben, ich laufe hier so kleine magische Pfade entlang und ganz ehrlich, ich liebe das. Ich mag das ganz einfach. Die Freiheit, diese kleinen magischen Wege überall entlang zu gehen, es ist einfach schön, es ist einfach ein Erlebnis. Und dann die schöne Aussicht, die man auf den Halden hat. Und heute ist ja wirklich ein goldener Tag, also kann man nicht anders beschreiben. Es ist so ein schönes Wetter gerade. Es ist relativ kalt, aber dadurch, dass die Sonne jetzt so ballert, hat man ein richtig schönes Temperaturspektrum. Sprich, wenn man sich bewegt, ist das voll in Ordnung. Und ja, ein sehr junges Wäldchen. Logisch, ist eine Abraumhalde von einer ehemaligen Zeche. Kann erst seit den letzten 10 Jahren, sag ich mal, ungestört wachsen. Da hat man noch nicht so große Bäume. Aber sehr, sehr schön alles anzusehen. Sehr schön hier entlang zu spazieren. Also, wie gesagt, mein Geheimtipp für Naturliebhaber im Ruhrgebiet. Leute, geht auf die Halden. Geht wirklich auf die ehemaligen Abraumhalden. Das ist ein einfach nur hammergeiles Naturspektakel. Frisur.
tatsächlich, jetzt sieht man es. Prost, ihr Lieben. Auf eure Gesundheit und auf meine ein bisschen. Also auf unsere Gesundheit, sagen wir mal so. Ach ja. Jetzt gerade wechselt das Wetter. Ist für mich nichts Schlimmes. Im Gegenteil, ich mag das tierisch. Das ist für mich immer so. Da sieht man, wie viel Kraft die Natur hat, wie schnell die solche Sachen verändern kann. Ne? Also, das ist ja für viele gar nicht vorstellbar, was das für eine Energie ist, die da gerade herrscht um einen herum. Ne? Sprich, klar, man macht sich keine Gedanken darüber, dass sich Wolken da herschieben. Überleg mal, ihr müsstet diese Wolkenmassen bewegen. Oder baut man eine Maschine, die das könnte. Gibt es nicht. Gibt nur die Natur, die das kann. Und das ist geil. Richtig geil. Ja. Mein Zeitfenster an sich ist jetzt auch schon wieder so gut wie erschöpft. Ne? Für euch sind das ja immer nur so ein paar Minuten Videos, aber neben der ganzen Filmerei ist man natürlich auch am Entspannen. Und schwuppdiwupp sind anderthalb Stunden um. Fragt man sich dann auch, ne? Hey, was hat man die ganze Zeit gemacht? Ich kann voller Stolz sagen, ich habe nichts gemacht. Es ist Freitag der 13. Und da ist dann bei mir immer so die Frage, ich bin gerade auf dem Rückweg, warum sind da viele Leute so abergläubisch? Also dieser Aberglaube, dass Freitag der 13. irgendwas Kriminelles wäre oder Gefährliches hier liegt. Hier steht ein Baum mitten auf dem Weg. Ja, ich habe das Ganze nie verstanden. Ich bin dessen auch nicht so anheim, generell was Aberglaube angeht, weil das Schicksal ist wie ein Werkstück, was im Feuer liegt. Kann man so lange schmieden, wie es im Feuer ist. Und man selbst entscheidet eben halt, ob man die Sache beendet oder nicht. Ne? Also man hat sein Schicksal selbst in der Hand, meiner Meinung nach. Diese Dinge sind vorhergesehen, aber man hat die Fähigkeit zu lenken. Zumindest meine Einstellung, was das angeht. Ja, ihr Lieben, ich bin jetzt gleich auch schon wieder aus diesem schönen Haldenwald heraus. Danke euch für eure Zeit. Ich werde heute sogar in den Overnighter noch gehen. Aber da ist nur so ein kleiner Sneak Peek. Ich weiß noch nicht, wohin es geht. Aber ich freue mich schon drauf. Leute, lieben herzlichen Dank für eure Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund in diesen Tagen, ne? Und macht das Beste raus. Macht euer eigenes Feuer, schmiedet eure Schicksale immer mit Bedacht in dem Sinne. Danke, macht's gut, ciao.